Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und Start in das neue Survival-Action-RPG Enshrouded im Koop-Modus. Enshrouded ist am 24.01. in den Early Access gegangen und wir mussten natürlich das Ganze direkt im Koop-Modus testen. In dem neuen Spiel bist du nämlich Flameborn, die letzte Hoffnung eines sterbenden Volkes. Du überlebst das Grauen und erwachst in einem Seenkessel einer Flammenkrypta. Deine Aufgabe ist es, weitere Überlebende zu finden, Geheimnisse aufzudecken und auch viele Gefahren zu beseitigen. Wir wollten direkt in einem First Look in das Spiel reinstarten und die ersten Aufgaben lösen. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr einen ersten Einblick in das Spiel haben wollt. Und hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung, wenn ihr wollt, dass wir weiter in die Story einsteigen und viele, viele, viele weitere Stunden in dem Spiel verbringen. Falls ihr aber, bevor ihr richtig ins Spiel einsteigen wollt, Tipps und Tricks erhalten möchtet, dann schaut auf jeden Fall in unseren Starter Guide rein, den wir bereits hochgeladen haben, wo ihr erste Tipps und Tricks in einem kurzen und knappen Video erhaltet. Ihr könnt aber auf jeden Fall auch diesen Kanal kostenlos abonnieren, so verpasst ihr sowieso kein weiteres Video mehr über Enshrouded oder andere coole Survival-Spiele. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Also, wir werden uns jetzt einen neuen Charakter erstellen. Da man im Spiel sich halt Klamotten craftet, hast du am Anfang nicht die Möglichkeit, dir auch irgendwas anzuziehen oder so. Also du hast einfach nur diese Unterwäsche mehr oder weniger an. Ich finde sie hier ziemlich pretty. Also Frisuren kann man hier auf jeden Fall auch auswählen. Und ich will mal was anderes. Normalerweise habe ich immer irgendwie so glatte Haare oder sowas. Aber ich finde so Braids mal richtig, richtig cool. Und Haarfarbe? Ja, schwarz. Ja, ich bin schon fertig. Sag Bescheid, wenn du... Bart? Ja, ich habe keinen Bart, aber... Stimmen. Okay, das hier sind so mehr männlichere Stimmen. Ich finde die Stimme cool. Die strahlt so richtig Dominanz aus, die zweite. Jetzt muss ich mir noch einen Namen überlegen. Boah, ich würd hier mal kurz davor was zu nehmen mit die, die mit dem Wolf kämpft. Okay, also immer wenn ich dich dann im Spiel rufen will, muss ich sagen, ey, die, die mit dem Wolf kämpft. Wir werden gerade angegriffen. Kannst du bitte kommen und mir helfen? Ey, Didi mit dem Wolf. Ich habe schon vergessen, wie der. Was habe ich gerade? Didi mit dem Wolf. Ja, kriegst du, nimm da ab. Keine Ahnung. Und fertig. Okay, Nahstar, wegen Star City und Naka, beziehungsweise Nadine. Wie man möchte. Okay, Nahstar ist entstanden. Und jetzt können wir eigentlich ins Game. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift. Vor langer Zeit brachte ein Wanderer dem Volk von Glutal ein faszinierendes Geschenk. Das Elixier. Es war ein Heilmittel, ein Segen, eine Waffe. Es war einst von den Erbauern verborgen worden, doch nun war seine Kraft freigesetzt. Mit ihm kamen Macht, Misstrauen und die Sehnsucht nach mehr. Die Menschheit grub die Elixierbrunnen und begann, das Land und sich selbst zu zerreißen, um ihren Durst zu stillen. Elixier und Blut. Einen Tropfen für einen Tropfen. Doch aus den Tiefen der Brunnen krochen ein unvorhersehbarer Fluch nach Glutal. Das Miasma, ein ruinöser Nebel, welcher danach lüstete, sich auszubreiten und das Land zu verschlingen. Ihr Untergang war unausweichlich, also schlossen sich die Menschen mit abtrünnigen Erbauern zusammen, um das Flammenblut zu erschaffen. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Erwache. Oh, das ist so crazy. Episch. Erwachen. Im Seelenkessel. War bestimmt gemütlich, da jahrelang zu hausen. Ja, auf jeden Fall. Hier sind wir. Oh, was sehe ich da? Oh, oh, da kommt wer. Guten Tag. Oh. Wer bist denn du? Moin. Komm mal. Lange nicht gesehen, Keule. Na, Schnecke. Wow, ja. Hier ist aber hot. Es ist halt so gut, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen könnten, weil ich glaube, wir würden uns in den ersten 5 Minuten umbringen. Boah, ist ja, schön wir sind hier. Hier auf jeden Fall gerade in einer Flammenkrypta. Und hier waren wir in Seelenkesseln. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was für ein Abenteuer auf uns wartet.
War ein gutes Leben, aber ich will dafür, wir gehen jetzt mal ins Wir brauchen jetzt, ja genau, wir brauchen Action, Leute. Ja. Flammenkrypta. Ui, was geht denn hier ab? Wir können hiermit kommunizieren. Oh mein Gott, erster Kontakt zu irgendwas. Die Flamme. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Oh mein Gott. Okay. Also leider ist Gluttal untergegangen. Das Miasma, also das Böse, der Fluch hat alles hier eingenommen. Nur wir haben irgendwie mal wieder überlebt. Wir müssen also mal wieder, wie immer, eigentlich die Welt retten. Ne? Es ist ja immer das Gleiche. Ja. Und wir sollen jetzt einen Flammenaltar schaffen. Also eine Basis errichten. Ja. Leute, ich habe diesen Test schon 2-mal gemacht. Ich mache ihn jetzt zum 3. Mal, weil alle guten Dinge sind 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Man kann brennen! Du hast Feuer unter dem Hintern. Oh mein Gott. Wow, ich werde geblendet. Boah, sehe ich gar nichts mehr hier. Das Herzlich willkommen hier in der Freiheit. Bisher sieht es ja ganz cozy aus hier. Boah, mega krasse Welt hier. Boah, das sieht so cool aus. Ich lieb's. Und hier sieht man schon die großen Warten hier, die sich überall befinden. Da hinten ist auch wieder eine. Also schon riesige Gebäude, die hier erschaffen wurden. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Man sieht schon, wie groß diese Welt eigentlich ist, wenn man mal auf die Map geht. Ja. Ich meine ja nur. Ich bin noch nicht am Ende. Ich bin jetzt am Ende. Mit meinen das Nerven. Das ist wild. Oh. Also, ne? Das beschreibt es vielleicht ganz gut, wie viel man hier sehen kann. Ich finde halt super, super cool, dass du am Anfang auch noch nicht direkt die ganze Map sehen kannst. Hier sieht man auf jeden Fall, mit wem man hier gerade am Zocken ist. Und hier sieht man auch, wie viele Altäre man schon aufgestellt hat. Und auch, welche Überlebende man schon gefunden hat. Weil wir sind anscheinend nicht die Einzigen hier. Wir haben ja auf jeden Fall auch noch ein Tagebuch. Da sehen wir unsere Quests und sowas. An Handwerk, das kennt man auch. Ne? Natürlich Rezepte, was man halt so alles herstellen kann. Momentan können wir halt nur einen Flammenaltar herstellen. Dafür brauchen wir Stein. Dann haben wir natürlich auch ein Inventar, Rucksack. Wir haben 2 Schnellzugriffsleisten. Also mega gut, dass wir da halt das Doppelte von dem haben, was man meistens normalerweise hat. Charakter, hier sehen wir haben gerade nur eine Hose an, mehr nicht. Auch hier Waffen haben wir auch noch gar nichts. Und Fähigkeiten. Also in diesem Spiel gibt es auch Fähigkeitenpunkte. Finde ich auch immer sehr cool. Kannst du dir halt auch aussuchen. Möchtest du eher hier zum Beispiel in die Läuferrichtung? Heißt, du möchtest irgendwie, keine Ahnung, mehr Kondition haben, mehr Geschick? Oder willst du auch eher so ein Zauberer werden? Magierin? Ja, hier auf Intelligenz leveln oder auch halt auf Stärke? Ich habe Hilde gefunden. Mein Gott, Hilde. Oder ist das... Hilde! Das ist noch nicht Herbert, ne? Es ist Hilde. Es ist Hilde. Und hier gibt's was zu lesen. Sie hat die Kontrolle über ihren Garten verloren. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammernden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Balthasar, vielleicht lesen wir von dem ja noch ein bisschen mehr, vielleicht, wenn er hier so seine Tagebücher verteilt hat. Aber jetzt wüsste ich, natürlich ja mal gerne, wurden wir aus der Flamme geboren? Kann die Stimme mit uns reden? Das wäre natürlich auch spannend zu wissen. Ja doch, kann sie ja. Die Flamme hat ja mit uns gesprochen. Oh mein Gott, wir sind was Besonderes. Echt? Ja, wir wollen sollen auch hier die Welt retten. Da müssen wir schon ein paar Skills haben. Finde ich nicht gut, dass wir jetzt hier in fremde Tagebücher reinschnuppern, aber... Da seht ihr, da ist der Spot, wo wir hin sollen. Der rot markierte. Hier ist die Flammenkrypta. Ich mache hier jetzt mal nicht den Test, ne? So, weil normalerweise testet man ja schon mal aus, ne? So, wie weit kann ich springen? Das mache ich jetzt einfach mal nicht. Mach mal nicht, sonst muss ich dich retten. Mal nicht. Müssen wir hier wohl einen Umweg laufen. Oh oh, hier ist dunkel. Loot. Was war das? Ich hab dir den Loot geklaut, haha. Ey, was soll das denn? Ich hab eine Bandage und eine Fackel. Ah, ich nehme die Bandagen hier mit. Pech.
Ja, hier liegt eh noch eine Fackel. Hast du sogar mehr als ich, frech. Hast du wohl gedacht, ne? Okay, oben links seht ihr auf jeden Fall auch die Lebensanzeige. Ich habe komischerweise schon irgendwie ein bisschen Leben verloren, weiß nicht wieso. Ich bin ausgeruht momentan noch. Ich habe Schutz, ich habe aber keine Wärme und Komfort. Also das finde ich auch cool an dem Spiel. Du hast halt zusätzlich noch Sachen außerhalb der Lebenspunkte, die dich irgendwie hier beeinflussen. Nutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Sprengen! I want. Achtung, Achtung! Ja. Wow! Du bist ja nicht mal weggegangen. Mach mal. Wow! Das ist schön. Das mache ich häufiger hier in dem Spiel. Oh, hier ist krasser, glaube ich. Oh mein Gott. Ein Beil und ein Streitkolben. Was hättest du lieber? Ich bin Kolben. Keule, Kolben. Okay, hier sitzt auch wieder jemand. Oder an Erlands. Oder an Erlands! Kommt zusammen, wir trinken. Eine Ode der Königin, einst von dem Jungen. Drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll. Und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesungen. Ach, jetzt geht's erst los mit dem Singen. Mit in meine Becher oder füllt ihn mit rum. Lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also sei's geteilt. Trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber mit in meinem Kopf und auf der Flucht, als meinen Kopf auf dem Spieß bar jeder Sucht. Holt rum und mit und in den Becher rein. Den Becher auf den Kopf, lass das Trink nicht sein. Lass das Trinken sein, würde halt passen. Ja, aber ihm scheint das Trinken nicht so gut getan zu haben. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen, aber das lasse ich mal so stehen. Oh mein Gott. Ist da etwa der Nebel? Wartet da etwa das Miasma auf uns? Ich hab Angst. Beschütz dich. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. 5 Minuten. Let's go. Wow! Wow, was war das denn jetzt? Das war so sekretmäßig. Okay, ich gehe in den Kampf. Was? Wir gehen in den Kampf? Okay, let's go. Oh, hä? Wow. Wie krass bist du denn? Der Streitkolben ist es einfach. Miasmasporen, eine seltsame Energie. Im Moment scheint sie noch sehr instabil zu sein, aber vielleicht kann sie gezähmt werden. Wir haben jetzt schon Gleiter. Oh, Gleiter, wie cool. Wir sind in Palia. Caro, hier sind mehr! Hier sind immer mehr! Gott. Ich hab direkt geregelt mit meinem Kolben. Du? Entschuldigung. Fällst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Ich will dir jetzt Sachen geben. Schenken! Es ist halt so easy, was zu verschenken. Kannst du dir sogar aussuchen, wie viel und so. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Platz, ne? Ja, was ist, geht hier noch ab? Essen! Garn, Pflanzenfasern. Oh mein Gott, hier ist ein Bienenstock! Boah, ich wollte gerade fast den Bienenstock. Oh mein Gott. Ich natürlich nicht. Ich glaube, da vorne war ein Wolf oder sowas. Echt? Der kann mir gar nichts. Hier rechts? Ist das nicht ein Wolf? Ja. Ich wusste es. Boom. Boah, der Knochen. Ist es? Ich sag Kana, sind nur so zwei andere noch. Oh, hier. Hier sollen wir den Flammenaltar. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Aber wir brauchten einen Stein dafür. Ich habe noch keinen Stein. Handwerk, Flammenaltar. Let's go. Okay. Oh, hier sieht man auch den Bereich. Weil das Interessante und ich glaube auch so eins der Alleinstellungsmerkmale in Shrouded ist, dass du nur in dem Bereich von deinem Flammenaltar bauen kannst. Also nur in deiner Basis kannst du Sachen errichten. Das heißt, du bist da sehr begrenzt. Du kannst nicht überall einfach irgendwie ein Bett oder so platzieren oder eine Kiste, sondern nur in diesem Bereich hier. Den kannst du auch vergrößern. Also du kannst deinen Altar auch verbessern und vergrößern. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma verhüllten Tal. Oh mein Gott, unser erster Survivor vielleicht bald. Oh mein Gott. Okay, das ist also unsere Aufgabe. Okay, das Baugebiet vom Flammenaltar sind 40x40x40. Wir können den aufwerten, dann wird der 18, oh, doppelt so groß. Krass. Wow. Da brauchen wir aber eine Miasma-Seele. Stärke die Flamme, das können wir auch machen. Da müssen wir aber Opfergaben für geben, okay. Und wir können unsere Fähigkeitspunkte zurücksetzen mit Runen. Wir haben gerade Nacht. Ja. Und ich habe Sternschuppe gesehen, du kannst dir was wünschen. Ja, hab. Ich habe mir auch was gewünscht.
Oh, sind das Glühwürmchen? Ja, nimm die mit. Oh, hab ich! Schnell weg! Oha. Bisschen krass hier, ja. Die können sich zum Glück irgendwie, wenn du durchziehst, nicht so wirklich wehren. Ja, das finde ich ist praktisch, ne? Oh mein Gott, ich bin Stufe 2 und habe einen Fähigkeitspunkt. Ich auch. Oh, wie toll. Wie ist das mit Schlafen? Ja, da ist ja hier sowas. Da sind wir ja dran vorbeigelaufen. Sollen wir da mal gucken, was da so ist? Ach, die Ruine da. Hm, da geht schon Licht hin. Das ist doch ein gutes Zeichen. Na, Licht geht auf. Erleuchtung. Ein Licht geht auf. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabamil, rabum. Oh mein Gott, hier sind Pfeile. Blutwacht. Wahrscheinlich so ein Dorf oder Stützpunkt oder sowas. Heiltrank und Holzpfeil. Ich gebe dir die Hälfte. Interagiere mit Lagerfeuern, um Essen zu kochen. Oder setze dich mit X in ihrer Nähe, um ausgeruht zu werden. Oh, wie cool. Du hältst es halt hier so drüber, ne? Das ist cool. Das ist, finde ich auch cool. Oh, hier ist ein Buch. Und ein Bett. Also, wenn man das Bett nennen möchte. Oh ja, ein erholsamer Schlaf. Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen, aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. Bringt das denn was, wenn sich nur eine Person ins Bett legt? Nee, ne? Er sieht nicht so aus. Da steht Nachtgeschwindigkeit mal 30. Ah, okay. Also halt nicht komplett schnell, weil du bist halt... Boah, du steh auf. Die ist jetzt so schnell rumgegangen. Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Warte, da ist irgendwie was. Achso, nee, jetzt nicht mehr. Trinke es, um deine Ausdauer zu verbessern und schneller zu regenerieren. Oh ja, Wasser schöpfen. Ich wäre ja jetzt darauf erpirscht, unseren Verbündeten zu finden. Ich weiß ja nicht, wie es dir hier geht. Hier ist was, Nadine. Was? Ist hier ein Willi? Heißt der Willi, okay. Oh, Nadine! Ah! Erschreck mich doch nicht! Hallo, warum stehst du mir jetzt im Weg hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hat der irgendwas beschützt? Wir sammeln einfach immer erst alles ein und dann Heiltränke und Spieße, Speere. Spieße. Ich nimm, also ich... Nimm einfach immer und dann, Okay. Oh mein Gott, ich habe Garn eingesammelt. Und dann gebe ich dir das. Oder halt du, je nachdem, wer einsammelt. Caro hat nämlich entdeckt, man muss immer alles kaputt machen. Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern, immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter. Als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heulspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in ein leuchtendes Zeitalter geleiten. Dann lass mal gucken, was wir herstellen können. Eigentlich jetzt schon. Oh ja, ein bisschen craften. Ein bisschen craften. Mal, ne? Vielleicht was anziehen. Es läuft hier schon so ein Lüftchen. Ja. Bauhammer, aber den brauchen wir noch nicht. Bandagen haben wir, Garn können wir herstellen, Holzfäller, Axt, Lagerfeuer, Spitzhacke immer sehr wichtig, Fackel haben wir noch, ja. Ein Schild wichtig, Keule, ja, brauche ich jetzt glaube ich nicht, Bogen, oh mein Gott, ich brauche einen Bogen, das sehe ich, Zauberstab, Magierstab, oh mein Gott, was Lumpen, wir brauchen dafür Oberteil. Krasse Sachen, ne? So. Ein paar Sachen habe ich mir schon ercraftet, ausrüsten, okay, wir müssen glaube ich über die Brücke. Here we go. Oh, oh. Brälenbrücke. Oh, hier sind wieder Pfeile. Ah, ach so, das sieht jetzt, so läuft der Hase hier. Ich kann ja mal ganz kurz raten, hier ist ein Riesental voller Miasma. Ja. Da müssen wir durch. Das du kommst hier sogar nicht ohne Greifhaken weiter. Hier ist noch irgendwie Action. Der Arme! Der ist schon der da. Der Arme! Und oh, der hat sich totgestellt. Ich weiß es ja nicht. Oha, echt? Hat er? Der hat einen Abgang gemacht. Das tut mir jetzt leid. Jetzt quält er sich weiter. Ja, das ist noch schlimmer, ne? Ja. Tagebuch des Tagebuch. Hauptmanns. Das ist jetzt ein anderer, ein Hauptmann. Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten 2 Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben erhalten.
Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Hauptmann Arkwright. Okay, also es gibt nicht nur Monster, es gibt auch Menschen, die einfach schrecklich sind, vor denen wir Angst haben müssen. Plünderer. Oh, oh. Toll, freue ich mich. Oh, eine Fackel. Was ist das für ein Geräusch? Wieder Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20 diesmal. Wir waren gerade bei Tag 6. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Die haben sich für uns geopfert, weil wir waren ja in der Flammenkrypta. Guck mal, die haben sich für uns geopfert. Wir müssen alles geben, dass wir die letzten Überlebenden finden. Ja, müssen uns anstrengen. Bleibe auf dem Pfad, auf das du nicht der Brust des Miasma zum Opfer fallen mögest. Die Erlösung ist nah. Gehen wir mal nicht querfeldein, wahrscheinlich. Nee, straight dahin, wo... Oh, da chillt jemand. Oh. Bäm. Oh, ich habe irgendeinen Ring mitgenommen. Okay. Ich gehe schnell weiter. Diese Sanduhrkapsel stellt deine verbleibende Zeit im Miasma wieder her. Sie wird bei der Verwendung verbraucht und kann nicht im Inventar aufbewahrt werden. Ja, also du kannst halt, wenn du aus dem Miasma rausgehst, dann lädt sich das ja wieder oben auf, die 5 Minuten, und fängt wieder von vorne an. Du kannst aber auch zwischendurch solche Flammen halt finden, die dich wieder aufladen. Das ist jetzt einmalig. Es gibt aber auch Flammen, die stehen irgendwo halt fest. Und da kannst du dann immer wieder hingehen, weil du wirst halt teilweise sehr viel Zeit im Miasma verbringen. Ah! Was machst du? Boah, erschreckst du mich. Ey, ich dachte, mich greift hier jemand an. Hello from the other side. Idyllisch. Boah, hast du mich erschrocken? Oh mein Gott, Caro, ich dachte, der Wolf wäre hier. Oh mein Gott, was hast du getan? Du hast so ein komisches Geräusch gemacht. Ich habe mich total erschrocken. Ich bin aufgesprungen. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lass mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden. Meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte das auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher. Ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante 5. Grades Braelyn nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet Kate Hawthorne. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt meine Tante 5. Grades kenne. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Die Eisenbahn. Und ich habe kurz... Oh Gott. Ja, ich muss auch was essen. Ich habe ja... Okay, ich habe meine Lebensanzeige erweitert. Also ich habe jetzt mehr Lebenspunkte. Du kannst nämlich mit Essen, mit speziellem Essen, oder ich weiß gar nicht, ob mit allem Essen, aber auf jeden Fall mit Fleisch und so kannst du deine Lebensanzeige auch erhöhen. Oh, da chillt jemand. Ja. Okay, dann kommt jetzt direkt mal der Bogen zum Einsatz. Oh, Mr. Kettensäge, glaube ich. Oh nee, bitte kein Schweinepriester. Den habe ich genug gehabt in Resident Evil. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Schweinepriester. Ach, ist der schon kann down. Mich mal. Ja, gut. Metallschrott! Ist neu. Gib dir die Hälfte. Oh, Fallen. Achtung, Achtung. Ah, und hier wäre das dann gewesen, wo wir rausgekommen wären mit einem Greifhaken. Sind da wieder welche? Wahrscheinlich, ne? Könnten uns halt auch anschleichen, aber nö. Nee, wir ballern direkt rein. Aber wo sind die? Da steht einer. Mit Tab kannst du die ja anvisieren. Du musst zweimal Tab drücken, dann guckst du die nicht die ganze Zeit an. Ja. Oh mein Gott, die sind schnell! Die sind mega schnell! You are my fire, the one. Mein Gott, warum stark, Bro? Okay, einen habe ich, einen habe ich. Oh mein Gott, die kommen Bienen, rennen! Die sind so stark! Was geht denn jetzt ab? What the hell? Wo bist du denn? Biene, 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 Biene! Ah, Wolf, Wolf, Wolf! Biene, 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 Wolf, Wolf, Biene, Biene! Warte, was geht denn jetzt? Ja, ich hab leider keine... Was
sieht mir explosiv aus. Chillig. Oh, hast du schon Ausrüstung repariert? Oh, let's go. Chillig. Noch ein Fehlschlag. Ah, toll. Balthasar mal wieder. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhinge. Und das tut es wohl auch. Balthasar. Ja, guck mal, ne? Also wenn wir nicht verkohlt sind in diesem Seelenkessel, warum kriege ich dann Schaden von dem Feuer? Das finde ich ja gemein. Hi. Ey, privat. Ja, das ist, suspekt. Balthasar! Eureka! Bei den Erbauern! Ich habe es geschafft! Equilibrium! Das Subjekt verwest nicht, unberührt von der bitterlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Ey, ich bin hier gerade am Lesen. Okay, dann gehen wir mal rein in diese Krypta hier. Gucken, ob da jemand überlebt. Schmied! Schmiedumino, ist das der Schmied? Oh. Nee. Sieht jetzt nicht so aus, Bro. Oh, was ist mit ihm denn? Da ist er down. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthasar XOXO. Gossip Girl. Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig! Mach mal auf in die Kiste! Du schließt das auf! Mach mal auf jetzt hier! Mach jetzt mal auf jetzt! Ich bin eingesperrt. Ich brauche einen Dietrich. Ja, da kommst du auch nicht mehr raus. Du. Ich brauche mal eben kurz einen Dietrich hier. Kein Heinrich, ein Dietrich. Henkers, Axt und Beil. Ja, jetzt habe ich hier den größeren gezogen, weißt du? Ja, okay. Wollen wir da mal gucken, ob wir hier unseren Kollegen befreien können? Ja, mach mal. Oswald Anders, der Schmied. Okay. Wow. Wir brauchen jetzt einen Beschwörungsstab und mit dem Beschwörungsstab können wir den dann an unserem Flammenaltar spawnen. Schnellreise zum Altar und ich würde sagen, let's go, oder? Das machen wir. Tschö. Tschö. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Oh, da haben wir ihn. Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Denke, dass es an der Zeit ist, dass du dich deinen Ängsten stellst und das Miasma aus einer dieser Elixierbrunnen vertreibst. Lass uns zurückschlagen. Okay, also er will, dass wir jetzt die Ursache bekämpfen. Also ne, aus den Elixierbrunnen ist ja der Flug dann rausgekommen und dann hat sich das Miasma verteilt. Also anscheinend kann man das Miasma auch wieder eindämmen. Du hast lang genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenblut. Du brauchst deine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen, wäre ein guter Anfang. Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu, also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los! Ich zähle auf dich, du Flammenspross! Der hat ja voll die knusprigen Unterarme. True, da habe ich noch nicht einmal drauf geachtet. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. So, man sieht jetzt die
weiteren Überlebenden bringen einem total viel, weil in dem Fall haben wir jetzt den Schmied und der Schmied bringt uns eine Schmiede. Da haben wir halt noch neue Herstellungsoptionen. Dann brauchen wir für die Schmiede aber Kohle. Die Kohle kriegen wir durch einen Kohlebrennofen. Dann, wir kriegen Nägel, wir können Holzfäller-Axt herstellen. Also hier, das ist alles nochmal eine Stufe besser als das, was wir gerade haben. Schutzspitzhacke, ein Dietrich, den konnten wir auch so. Einhändige Waffen hier, wovon er gesprochen hat. Ne Schwert und die Stachelkeule. Fellrüstungsset. Geschirr, wie süß. Und hier können wir unsere Ausrüstung verbessern. Also nicht alles, aber so diese guten Ausrüstungssachen können wir hier mit Runen, können wir das verbessern. Ich glaube, ich wäre erstmal dafür, dass wir ein bisschen was bauen. Du stellst uns jetzt mal eine geile Werkbank her. Ja, dann mache ich. Ich kann nämlich. Eine Werkbank. Hier sieht man nämlich, kriegt man dann die ganzen Blöcke, also Steinblöcke, Holzblöcke und dann halt je mehr du freischaltest, also sammelst an Material, desto mehr kannst du da auch an verschiedenen Blöcken freischalten. Und hier hat man auch den Gleiter und den Greifhaken, Stauraum, hier haben wir eine winzige Truhe, die wollen wir ja. Und hier auch Komfort. Momentan können wir nur eine Glühwürmchenlampe machen, weil wir die Glühwürmchen eingesammelt haben. Aber irgendwann kommt dann auch das Bett. Und darauf freue ich mich. Hier sieht man, wenn du den Bauhammer nicht ausgerüstet hast, hast du hier einfach einen Punkt. Also du kannst wirklich sehr detailliert bauen. Das ist vielleicht auf der einen Seite sogar auch ganz cool. Aber wenn du normal, groß, direkt ein ganzes Fundament oder so bauen willst, brauchst du den Bauhammer. Dann rüstest du den aus und kannst hier direkt ein ganzes Fundament setzen. Höhe kannst du bestimmen. Und du kannst dann auch gucken, möchtest du... ne, hier direkt ein Fenster, ein Türrahmen, Säule, Decke, Treppe, all das, was das Herz begehrt. Und die Abbauanimation hier in dem Spiel ist auch mega cool, das seht ihr jetzt. Das stimmt. Ist nämlich so realistisch gemacht. Das mag ich in Spielen, wenn das so ist. Komm, Feld! Oh, Gerüste. Es ist ja halt auch sehr realistisch gehalten. Du musst ja wirklich Gerüste bauen, wenn du weiter oben bauen willst. Oh ja, ist nicht viel Platz. Aber ich packe erstmal so rein, was wir jetzt gerade, also was man so gut sammeln kann und nicht mitnimmt. Hast du da vielleicht den Oswald reingetan? Ich lieb's. Den Oswald. Der Oswald zum Lager. Wenn noch jemand einen Oswald anders, der Schmied braucht, dann meldet euch bitte. Ich will irgendwie jetzt erstmal richtig was erleben, bevor wir jetzt hier ein ganzes Schloss bauen. Dann müssen wir jetzt als nächstes den ersten Elixierbrunnen säubern, also eine Stelle vom Miasma sozusagen befreien. Ja, und dann sollen wir nämlich auch noch zusätzlich die Schmiede einer Waffe herstellen. Ah, nee. Die Schmiede einer Waffe. Wir sollen eine Waffe schmieden. Ach, das sehe ich. Ich dachte, das wäre dein Kopf. Ich war so richtig so, was ist denn da so Kilometer dick? Ja, okay. Caro hat schon vorgearbeitet. Let's go. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen angerissen, dass man hier halt Kohle herstellt. Oh mein Gott, von hier aus erkennt man so ein bisschen, was hier noch so abgeht. Da hinten sehe ich Wüste und Schnee. Nee. Komm her. Wow. Okay, Oswald. Oh nee, ich wollte nicht mit dem Altar reden. Oswald. Es geht los, Schmiede. Die kommt neben das Bett. Wunderbar. Metallplatten. Mach mal diesen einen Elixierbrunnen down. Ich sag dir, der ist hier in dem Miasma. Dann würde ich aber meine ersten Fähigkeitspunkte ausrüsten. Ich fühle vor allem halt Kondition. Also ich werde auf jeden Fall bald einmal Kondition einlösen, weil man hat viel zu wenig Kondition. Stärke, Nahkampfschaden, das mache ich auch noch. Boah, ich fühle jetzt gerade doch noch nicht meine mit den, also meine Richtung mit Zauberdings, weil... Du kannst ja verschieden machen. Genau. Ah ja. Standort oben. Oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, ich hör Dinge. Ja, da ist... Ich sehe auch Dinge. Der ist Level 3. Zweimal tap, dann siehst du... Der hat ein Schwert! Oh mein Gott! Ich nehme das mal eben, damit wir was sehen. Ja. Oh mein Gott, wir werden beschossen. Oh mein Gott. Wer beschießt uns denn? Lichtfeuer füllen denn maximal? Ja, hier! Ja, das habe ich gesucht, wo wir uns wieder aufladen können. Hier ist ein Fritze. Oder mehrere! Unten. Ja, ja, ja. Viele! Ich kann ihn nicht weg, ich kann ihn nicht weg, sterbe! Oh mein Gott, Hilfe. Ja, du musst bei denen wirklich auf Entfernung gehen. Ja, ich merke das. Nadine, hier sind vier, drei. Ja. Oh mein Gott. Nein, Caro, das ist nicht dein Ernst. One-shotted, pass auf. Oh, die kommen. Caro, ich auch. Die sind krank.
Ja, dann würde ich sagen, wiederkehren. Ja. Oh, geil, weil wir hier gedingst haben. Das war das Leuchtfeuer. Oh, sehr gut. Haben wir jetzt irgendwelche Sachen verloren? Nee, haben wir wieder eingesammelt. Einen habe ich. Ja, der andere, ich versuche den gerade gut zu hitten. Okay, ja. Zwei haben wir. Ja, down. Der ist down. Mizel bewachsener wow. Block bei Werkbank freigeschaltet. Was hast denn du gemacht? Was war das? Okay, ich gehe weiter. Okay, sollen wir dann hier runter? Ja, okay. Boah! Dann nimm du den Bogen wahrscheinlich, oder? Was willst du lieber? Nee, den Zauberstab. Ja, dann nehme ich den Bogen. Bestimmt geil. Auch gar nicht dangerous, weil es war ja jetzt auch schon so entspannt bisher. Dangerous. Oh mein Gott, ich habe vergessen. Ich habe ja noch die Kanonen. Ich habe die Kugeln in der Hand. Ich werf mit Kugeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist erstmal nicht. Wir müssen da rein. Da hinten ist, also da ist Kämpfen. Sollen wir erst kämpfen? Wo denn? Oh, Kaida! Schweinepriester! Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Hat er den getroffen? Ich hab den gerade getroffen. Nadine, das ist ja ganz kritisch gerade. Der kommt! Denk doch mal mit dem Ausweichen. Was ist er denn für ein Monstrum? Wow, wow, wow! Wir haben ihn! Besiege den Wächter des ersten Elixierbrunnens! Geil! Okay, wow. Ich nehme Miasma-Seele. Der hat eine Seele gedroppt und eine Brut Donner willst. Keine Ahnung. Wir nehmen erstmal alles. Nimm mal alles. Jetzt wow. Nach oben eben. Ja, komm, wir haben noch Zeit. Die Miasma-Wurz ist die Quelle unseres Leidens. Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt. Ich habe eine Holzfäller-Axt, glaube ich. Ja, dann mach du. Ich habe keine. Okay, dauert ein bisschen. Oh, wir haben's! Den ersten wow. Elixierbrunnen. Hier gibt's Leben wieder. Wir haben Leben erschaffen. Wir haben eine Geburt gemacht. Warte, bevor du es abschießt. Noch nicht. Oh. Oh Mann, Kai, ich wollte ein Bild machen. Sorry. Dann wir haben Geburt. Stell dich hier hin, bitte. Boah. Im Nether. Wir sehen uns im Nether, meine lieben Freunde. Ja, hier ist jetzt wieder Miasma. Ah, okay, das ist nur hier der Bereich. Oh mein Gott, das mit C kann man abbauen, Karo, mit einer Spitzhacke. Ihn sägt er erstmal ein ganzes Ding ab, ey. Ja, man muss ja gucken. Aber es ist wahrscheinlich auch nur Miasma, oder? Ich muss oder? Mal eben hier hoch und mir einen Überblick verschaffen. Wie... Miasma-Flüssigkeit. Brut-Donner-Wüstling-Kopf. Das Miasma hat Glutal zerrissen. Jetzt, wo du mich ins Leben zurückgeholt hast, erkenne ich den Ort nicht wieder. Verschaffe dir auf der Warte der Erbauer einen Überblick. Und Leute, die Warte der Erbauer ist das große Teil da. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Greifhaken. Worauf wartest du noch? Stelle einen Greifhaken her, wenn du Glutal weiter erkunden möchtest. Okay. Und dann haben wir auch noch die Flamme. Glutal kann zurückerobert werden. Sammel Funken und biete sie am Flammenaltar dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Aber Altar aufwerten können wir schon. Wir können den Altar schon mal aufwerten, weil wir haben ja eine Miasma-Seele bekommen. Das würde ich, glaube ich, einmal machen. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere Seele. Wir verkaufen mal wieder unsere Seele, Standard. Man kennt's. Dann werten wir das gute Stück mal hier auf. 80 mal 80. Oder die nächste Stufe ist 120. Wow. Und hier ist fast zur Klippe. Gibt's da auch irgendwie unser Wohnhaus in der Nähe der Klippe? Ich weiß nicht, was mir das gerade sagen soll. Nee, also, so ich weiß ja nicht, was du da gerade so für Ideen in deinem Kopf hast, aber... Also, mir kribbelt es ein bisschen in den Fingern, jetzt die Warte der Erbauer uns anzugucken. Greifhaken? Ja, Werkbank. Ah. Metallschrott. Wir haben keinen Metallschrott. Ja, ich glaube, du kannst. Das merken wir uns. Ja, wir brauchen den Greifhaken, glaube ich, für die Warte des Erbauers. Ja, dann gehen wir jetzt rum, Werkzeug verbessern,
Metallschrott fleißig sammeln. Aber wir können uns schon den Greifer, den Gleiter machen. Wir brauchen Miasmaholz, brauchen wir. Und Metallschrott. Oh, ja, bitte. Ach, diese Bäume. Ja, normale halt. Also die normal aussehen. Ja, okay. Ja, ich sehe die Mine. Was? Egal. Kleine Feuersteinmine. Ach, hier kriegst du auch Feuerstein. Wir gehen rein in den Aal. Ja, rein ist, glaube ich, sehr mächtig gesagt. Das ist eh nur Feuerstein. Ja, dann egal. Ja, egal. Ein bisschen nehmen wir mit. Ja, wir müssen dahin, wo wir beide das erste Mal gestorben sind. Da war viel Metallschrott. Aber das hatten wir ja schon eingesammelt, oder nicht? Vielleicht ist da jetzt noch was, wo auch die, Ja, zur Krypta, let's go. Schrein der Flamme. Ach, hier ist ein weiterer Schrein. Sammeln? Neue Quest. Hä? Was denn jetzt für eine Quest? Du hast einen Funken erhalten. Benutze die Funken, um die Flamme an deinem Flammenaltar zu stärken. Stärke die Flamme, um deine Miasma-Passierstufe zu erhöhen, um mehr Basen zu bauen. Mm. Okay, check. Ich habe mich schon gefragt, wo man die, Flammen herbekommt, aber das findest du, wenn du halt so alte Flammenaltäre findest. Geil, aber ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Funken, um die Flamme zu stärken. Ja, wir brauchen... Nee, nur einen Funken. Wir haben da eine Miasma-Passierstufe von 2. Wir können 4 Altäre aktivieren, nicht nur 2. Gerade könnten wir 2 aktivieren, dadurch können wir jetzt 4. Krass. Dann können wir jetzt 6 Minuten in Miasma verbringen. Und wir haben Charakterattributsboni von 1. Mein Leuchten und meine Wärme reichen weiter in die Dunkelheit hinein. Hab Dank, Flammenblut. Ich bin stark genug, um dein Zuhause zu schützen, falls du es vergrößern möchtest. Der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die 2 Obelisken der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Okay, ich stell jetzt Gleiter her, ne? Ich tu's jetzt. Ja, mach. Wow, stell einen Gleiter her oder erhalte ihn anderweitig. In Klammern oder erhalte ihn anderweitig. Bei dir kommt dann jetzt das andere. Bei dir kommt dann jetzt das anderweitig zum Vorschein. Oh, es ist toll. Ich lieb's jetzt schon. Das ist für faule Menschen gemacht. Hier hoch? Ja. Ah, hier was. Was war das denn zur Hölle? Eine Riesenratte. Fell. Die war ja riesig. Ah, ich bin so eklig, ich hasse dich, Die sind auch total gefährlich irgendwie, die sind so aggressiv auf einem anderen Level. Ja. Ah, hier ist Tagebuch des Hauptmanns Tag 1. Oh mein Gott, hier hat alles gestartet. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Das waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Ja, chillig. Und dann an der Brücke sind die eigentlich gestorben. Das Miasma zieht herauf. Die Blauhäher schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendetwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu. Er entspricht dem Abgrund wie eine Flutwelle. Er entspringt dem Abgrund wie eine Flutwelle. Sie nennen ihn das Miasma. Es bringt Krankheiten und Leid mit sich, verändert den Boden und die Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn verstehen. Aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben. So, dann stellen wir mal unseren ersten Greifhaken her. Ui, stelle einen Greifhaken her oder erhalte ihn anderweitig. Das kommt jedes Mal. Toll. Hä? Ja, da bin ich auch schon mal gestorben. Hä? Da ist keine Ankerstelle. Wie soll ich runterkommen? Irgendwie? Mit dem Gleiter? Ja, yes. Versuch. Weil ich weiß nicht, wieso ich sonst... Oder? Ich kann auch... Nee, ich bin da. Ach, Manu. Die Straße ist blockiert. Ja, Greifhaken, gar kein Problem. Ja. Ah, da. Ey, du hast mir einen Platz belegt. Ja, ich guck's mal, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wow.
Und mit meinem letzten Pfeil oder so habe ich den erledigt. Oh, da ist noch einer. Geht nicht. Ah, da ist noch einer. Hirte des Donners. Oh mein Gott. Und ein Waldlandbogen. Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Innern führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen? Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund, es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gareth, teile ich den Schatz. Abgemacht? Okay, er soll mal nicht so theatralisch werden. Mehr Reichweite. Ihh, hier sind 1000 Spinnen! Yeah! Wow, was haben wir denn hier für ein Prachtwesen? Die Warte in den Hochweiden erreicht. Das ist eine Flamme. Und hier ist auch noch ein Buch. Warten der Erbauer, strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament. Und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie. Aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe 2 Theorien. Erstens, die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Ich hoffe, das ist der Fall. Die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte. Oh, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf diese verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Balthasar. Hier ist wieder Foifoi. 3, 2, 1. Aufregend. Okay, ich gehe einfach mal. Boah, da kommen überall Tränke raus. Ja, es ist... Baue jedes wertvolle Metall auf den Hochweiden ab. Oha! Knochenmehl, Mana-Trank, Miasma-Überlebenstrank, alles. Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Boah, die ist krass. Mann, ich kann das nicht. Ups. Ah, okay, ich habe mich angeschränkt. So, und jetzt muss ich gucken. Achso, das ist schon offen. Ja, okay, chillig. Nee, dann wahrscheinlich drüber, ne? Oh, hier unten kann man auch rum. Diese Warte der Erbauer, da, die haben ja hier gechillt. Keine Ahnung, die haben hier ihr Zeug gespeichert. Das heißt, du kannst hier so viel raus looten. Und ja, du kannst hier halt rein, weil du bist ja durch die entstanden, durch die Flammen und so. Wow, ist das toll. Wow. Boah, ich hab, wir haben fast genau gleichzeitig gedrückt. Und du siehst, wir sind dann, glaube ich, immer so eine Etage höher. Ich trau mich das nicht. Hier, der Schalter war doch hier oben und ich musste den mit einem Pfeil abschießen. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Klar, gerne doch. Jetzt haben wir beide den Bogen. Wir haben beide Bogen. Ja, nimm dir. Ui. Oh nee, wir müssen jetzt auf Zeitdruck auch noch agieren. Sollen wir hier einmal so links? Oh Gott, du spielst mit dem Feuer. Ich bin das Feuer. Oh, ich hab verkackt. Oh nee. Ich weiß nicht wie, aber ich habe keinen Schaden bekommen, hä? Oh nee, das hasse ich. Oh nee, was ist das denn? Ja, hier geht's hier weiter, aber da oben geht's auch noch rum. Oh, aber hier können wir auch noch rum, sonst. Erstmal ist leicht. Boah, was sind das? Ja, gut, das geht ja noch, oder? Ja. Ich hab was gedrückt. Oh, was? Ah, hier, was nee, hier ist hinter ist was. Ja, wollte gerade sagen, du brauchst schon wieder 1000 Tränke. Ich kann das nicht Meine mehr. Meine Güte, ey. Du kannst einen Sprintsturz verwenden. Sprinte und nimm Anlauf. Ja, das kann ich halt nicht. Boah, wie hast du denn das jetzt geschafft? Von hier ist voll weit entfernt. Nein, nicht von da, von der anderen Plattform. Aber die sind beide gleich. Ah, das ging. Was haben wir hier?
Den habe ich, glaube ich, schon. Oh, wir sind oben! Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Gluttal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. Hey, hey. Maui. Es gibt einmal die Geschichte des Feuers, das sind die Flammenobelisken. Und dann gibt es die Geschichte des Fäulnis, das sind die Miasma-Obelisken. Und da erfährt man dann halt Geschichte. In den Gewölben der Erbauer hallen Stimmen wieder, die durch das Miasma zum Schweigen gebracht wurden. Noch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land, und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Okay, jetzt haben wir auch schon wieder die nächsten Quests bekommen für weitere Überlebende. Auf der Map sehen wir jetzt auch schon Krypta der Erbauer Alchemist, Krypta der Erbauer Jägerin. Also ich glaube, wir müssen durch ganz, ganz viel Miasma dafür. Ui. Ebenso glaube ich auch mit Refugium der Flamme. Weitere Elixierbrunnen haben wir auch schon markiert auf der Karte. Okay, also es geht dann halt unter anderem darum, entweder halt die Krypten zu besuchen, für halt die weiteren Überlebenden, als auch weitere Warten natürlich, also wie die, wo wir jetzt gerade drin waren. Mhm. Und dann diese Refugien der Flamme noch, wo du auch noch viele Sachen dann über die Erbauer und so erfährst und wahrscheinlich, wie wir halt auch noch weiter das Land retten können. Dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles einmal irgendwie mehr oder weniger schon gesehen. Das ist schon sehr cool. Und das nur in so einem Mini-Gebiet. Also ich denke, da werden wir noch sehr viel reingrinden. Aber war richtig cool. Also hier kann man auf jeden Fall viel mehr reinsuchten. So, ihr Lieben, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde, das Spiel ist wirklich ein toller Einstieg ins Jahr und ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vielversprechend. Ich finde, für den Early Access hat es auf jeden Fall schon viel zu bieten. Wir haben nämlich bereits auch schon damals die Demo gespielt und waren da schon sehr begeistert. Also hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung. Falls ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, so sehen wir, dass ihr Bock darauf habt. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es bisher noch nicht getan habt. So könnt ihr uns nämlich kostenlos super unterstützen und verpasst auch kein Video mehr. Schreibt jetzt aber mal unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Was ist euer erster Eindruck vom Spiel? Habt ihr es euch schon geholt? Habt ihr es getestet? Wenn ja, wie findet ihr es? Oder habt ihr vielleicht ein Spiel, was ihr damit vergleichen könnt? Ich finde nämlich eigentlich, dass das Spiel wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat und sehr viel zu bieten hat. Schaut jetzt aber auf jeden Fall auch bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Gerade auf Twitch sind wir nämlich mehrmals die Woche live. Dort seht ihr alles in Uncut Version und könnt mit uns quatschen. Dort könnt ihr auch dabei sein, wenn wir jetzt in Zukunft viel in das Spiel reingrinden werden. Und schaut auf jeden Fall auch bei unserem anderen YouTube-Kanal Naka und auf Instagram vorbei. Dort gibt es nämlich täglich Lifestyle-Content in Form von Challenges, Vlogs, coolen kurzen Comedy-Videos und viel, viel mehr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, ihr Lieben!